Wenn er nicht annehmen will, muss er nicht annehmen und es kann insbesondere der andere nicht hingehen und ich mache das an deiner Stelle, ja, so wie Sie gesagt haben, das ist da ja schon mit drin. Das ist also, und da kann man wirklich das Wort Privatautonomie mal mit Recht in den Mund nehmen und kann sagen, also Entschuldigung, so geht es ja wohl nicht. Gleich. Klammer auf, wie man hier sieht, ist der Satz Schweigen ist Zustimmung, juristisch gesehen, totaler Blödsinn. Ja? Schweigen ist Zustimmung, ist juristisch gesehen Quatsch. Jetzt kommen Fragen, Anregungen und so weiter. Ich weiß nicht, wer von Ihnen zuerst war, machen wir mal so. Kann man denn die Tatsache, dass er das Buch nicht zurückschickt, als konkludente Annahme auslegen? Wow, Sie sollten Jura studieren, ja? Das ist doch, das hört sich doch toll an, ja? Sagt der Hase, also entschuldige mal, du willst es ja offensichtlich. Sehr schön. Argument dagegen kommt von da hinten. Also, sagt der Kollege, dadurch, dass ich was unverlangt einfach zugesandt bekomme, dürfte ich doch bitte keinen Nachteil erlangen. Jetzt kommt er mit seinen 2,50 Euro, die das möglicherweise Porto kostet. Ich finde es ja bereits ein Nachteil, wenn ich überhaupt aktiv werden muss, das Ding einpacken muss, eine Adresse draufschreiben muss und es wieder so. Also das finde ich, und das Argument ist hier genau das gleiche, Privatautonomie. Ja? Ich bin plötzlich in meiner Privatautonomie eingeschränkt. Entweder ich tue was oder ich bin Vertragspartner, was ich gar nicht wollte. So, Sie wollten gerade noch dazu? Sie sagen Verfügungs- und Verpflichtungsgeschäft und dann? Ja, da könnte eine Übereignung bereits mit drin stecken, aber ich weiß nicht, wo Ihr Punkt ist, worauf Sie hinaus wollen. Dass Sie die Rechtsgeschäfte unabhängig voneinander betrachten müssen, Abstraktionsprinzip. Aber wir reden hier nur über das Verpflichtungsgeschäft, über den Kaufvertrag. Das interessiert uns jetzt. Okay? Alles klar. So. Okay, dann bin ich also bis jetzt an einem Punkt, wo ich sage, Privatautonomie, ein Verzicht so einfach auf die Annahme ist ja wohl nicht möglich. Argument Privatautonomie des Schenk. So, also kein Kaufvertrag. Jetzt meldet sich hier vorne noch jemand. In Ordnung von mir aus. Der Kollege sagt, da es ja unter Abwesenden ist, gibt es also keine sofortige Annahmefrist. Das heißt, man kann sich noch überlegen, zu welchem Zeitpunkt das zu tun wäre. Aber ich sage Ihnen ganz klar, wenn ich gar keine Annahme habe, ja, dann ist es mir auch egal, zu welchem Zeitpunkt ich keine Annahme habe. Weil wenn keine da ist, ist keine da, habe ich keinen Kaufvertrag, bin ich zufrieden. So, Sie wollen was sagen? Ja, also jetzt, aber jetzt langsam, jetzt dürfen wir die Sachen nicht durcheinander kriegen. Sie sagen, zu dem Zeitpunkt, in dem etwas in den Machtbereich des Empfängers gelangt, ist der Brief zugegangen. So, ist der Antrag zugegangen. Aber damit habe ich noch keine Annahmefrist. Die habe ich damit noch nicht. Ich habe keine, wie soll ich sagen, bis jetzt hier keine Frist innerhalb derer dieser Mensch annehmen muss. Aber trotzdem, wenn ich keine Annahme habe, ist mir auch die Frist egal. So, damit sind wir jetzt erstmal glücklich und zufrieden, es sei denn, wir gucken ins Gesetz. Und jetzt schauen Sie doch mal ins Gesetz. Und schauen Sie doch mal da in der Nähe, wo wir schon waren. Ich meine, ich habe das doch jetzt nicht einfach nur so gemacht, weil ich Lust hatte, mal mit Ihnen über die Kakteen der Kalahari zu reden. Sondern wer so ein bisschen guckt, findet eine Vorschrift, die möglicherweise einen neuen Dreh in unseren Fall hineinbringt. Von was könnte ich reden? Suchen Sie nur mal, schauen Sie mal ein bisschen ins Gesetz. Eine sehr wichtige Vorschrift übrigens. Findet jemand was, wo was drin steht, was uns plötzlich ein bisschen stutzig macht in unserem Ergebnis? Bitteschön. Der 151 BGB. 151 BGB, ja, Sie wollen selber sagen, was der sagt, bitte?
der 151 scheint irgendwie zu sagen, lesen Sie den mit mir zusammen, schauen Sie ruhig mal rein, der scheint irgendwie zu sagen, wenn jemand keine Annahme will, dann kommt der Vertrag auch ohne Annahme zustande. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags zustande, ohne dass die Annahme dem Antragenden gegenüber erklärt zu werden braucht, wenn eine solche Erklärung entweder nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat. Wow. Was machen wir damit? Was machen wir damit? Konsequenz aus 151? Für unseren Fall? Bitteschön? Also Sie könnten erstens schauen, was Verkehrssitte wäre. Ob also es so bestimmte Übungen gibt, dass solche Dinge immer so gemacht werden können, ohne dass man das, ohne dass man so ein Buch, ja, so einen Buchkaufvertrag annehmen muss. Wird wahrscheinlich nicht so sein. Ist aber nur die eine Alternative in dem 151. Da steht ja oder drin. Die andere Variante ist diejenige, dass der Antragende auf irgendetwas verzichtet hat. Da. Wie sieht's denn hier aus? Sehen Sie den 151 mal an. Oder lesen Sie ihn einfach nur nochmal genau. Der 151 ist eine Falle. 151 ist eine Falle. Ich kann den so lesen, dass ich mir denke, oh, wenn auf die Annahme verzichtet wird, kommt der Vertrag auch ohne Annahme zustande. Und dann bin ich bei einem 180 Grad anderen Ergebnis, als ich gerade eben noch war, als ich von Privatautonomie gefaselt habe.